Ich glaube mal in einem Audiokommentar von Puki gehört zu haben, dass das auch dort die Entwickler waren, die dort an dem Bericht aus hauptsächlich beteiligt waren. Die wichtigsten von denen, die er damit reingepackt hat. So, na dann. Gehen wir mal nach oben. Oh, hi. Von der anderen Seite. Die Tür ist nach wie vor zu. Wenn es doch nur so einfach wäre. Tja. Kommen wir dann erst mit dem Schlüssel rein. Okay. Da müssen wir mal drauf gucken, da müssen wir gleich die Zimmer mal aus leuchten. Okay, die Lampe ist aus. Die Lampe im Schlüsselmeisterzimmer muss an. Die haben wir schon ausgemacht. Was ist das hier? Ach, beim Barmann. Beim Barmann muss die Lampe an. Und beim Schlüsselmeister müssen wir uns merken. Dann lösen wir ihn aus. Gehen wir mal hier vorbei. Will Edna wohl nicht lang. Vielleicht können wir irgendwann mal endlich die Unterschrift lernen. Aber erstmal haben wir hier noch was zu tun. Und zwar ordentlich was. Das Formular. Gerade nicht. Gute Idee. Die Ritzen zwischen den Polstern sind der perfekte Aufbewahrungsort dafür. Ah ja. Gute Idee. Damit kann ich die Fussel aus den Ritzen saugen. Bah. Dachte, du wirst auch spucken. Vorerst genug geschlitzt. Ja. Polster sind am besten gut durchzugenießen. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Sieht man gar Polster sind am nichts. besten gut durchzugenießen. Vorerst genug. Okay. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Nimm Richtig dies, machen. widerwärtiges Ausschlussinstrument. Nimm dies. Wenn man die Unterschrift fälschen kann, kommen wir nochmal her. Und kritzeln noch alles restliche voll. In den Unterschriften. Das hatten wir schon. Wie viel in diesen Tuben vorhanden ist. Ein Wunder. Schau mal, die dekorieren hier die Teller. Nein, das ist gar nicht verrückt. Überhaupt nicht.
Ich sag mal schon. Dann immer weiter spritzen. Es gibt noch kein Achievement. Ich habe schon genug. Genug komisch. Wir müssen hier noch mehr anspritzen. Ketchup. Jetzt neu. Okay. Yay. Mahagoni. War das eine Anspielung auf Tribut von Panem? Das kann nicht sein. Das Spiel ist älter. Mahagoni, nicht Makaroni. Ach so. Das Mahagoni. Okay, jetzt hat man schon den Stuhl. Er wird sich wundern, wenn er sich setzt. Oha. Der wird. Nicht doch, Edna. Das gute. Lederpolster. Gute Idee. Ich sauge die Fussel aus den Polstern. Ach. Gerade können wir die gut aufspucken. Nice. Die Zickzack. Moment. Was ist? Wo ist? Wenn du Geduld. Diamantklinge. Sehr schön. Verschändeln. Sein Diplom spucken. Nice. Ich würde gerne, aber es ist. Wir können dann die Unterschrift noch lernen. Da ist eine Marke. Darauf hat schon wer unterschrieben. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Nicht wirklich. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit deinem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals-Tempo laufen. Okay, ja, dann müssen wir noch in den anderen Raum reinkommen, im Gewissen. Können mit Lampe können wir es nicht machen. Ist dann falsch. Das Barbecue fällt flach. Nein. Und was ist Kling? Okay, Nahrung dürfen wir nicht zerstören. Warte noch. Okay, den Stuhl können wir aber. Nein, danke. Ach, Anna und ihre Sitzmöbel. Nimm dies. Nimm dies. Wenn ich den Strohhalm ins Schlüsselloch stecke, kann ich vielleicht auf die andere Seite gucken. Mist, ich kann nur bis zum Knick sehen. Auch von dieser Seite. Verschlossen. Okay, dann nehmen wir uns mal die Mission vor. Sollen wir die hier auf Toilette schicken? Indem wir. Die Bar ist das und hier die Schlüsselmeister. Wart kurz. Das kann ich hier doch nicht.
Leer. Ich brauche nur einen Becher. Der ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genau. Und viel mehr Platz im Inventar. Yay. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin. Sehr schön. Verschandeln. Das haben wir schon gemacht. Oha. Neue Enkertürme. Willkommen Naldran Ethyriel Visaris. Ein sehr langer Name. Willkommen Enkertürme Community, der des Namen ich nicht allzu häufig aussprechen werde. Lass uns hier drin eine Überschwemmung. Ach. Oh. Okay, das geht nicht. So, na dann. Naldran reicht. Okay, na dann. Willkommen, Naldran. In der Eckardon Community. Es müsste doch mittlerweile gehen. Ich meine es doch repariert zu haben. Da schau doch mal auf unserem Discord vorbei. Yay, es funktioniert. Und auf YouTube kannst du auch vorbeischauen. Lass da mal ein Abo da. Das lohnt sich. Okay, hier konnten wir nichts bekratzen, dann werden wir es auch nicht hier bespritzen können. Da kommen wir nur mit dem Generalschlüssel rein. Nimm dies, widerwärtiges Schaden. Das ist kein Kratzer. Schade. Ja. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Ich schau mal später. Ja, jetzt schaust du Edna. Edna bricht aus. Wenn ich den Strom... Mist, ich kann... Aha, okay. You don't know what edit das Zimmer. Können wir einen Strohhalm vielleicht... Mit einem Strohhalm darin rumzu... Okay, das hilft nichts. Ich mag Edna und liebe Harvey. Da muss ich dir vollkommen zustimmen. Die Sitzgruppe können wir wahrscheinlich wieder nicht. Ah doch, können wir. Auf einmal. Nein, danke. Ah, also, ich dachte schon. Schmieren nützt da nichts. Ich brauche den Schlüssel. Gut, dann machen wir jetzt mal unsere. Ich kann dir einen Tipp geben, wenn du magst. Brauchst du gar nicht nahe dran. Ich kenne das Spiel. Ich spiele jetzt nur die Anniversary Edition. Ich habe das Spiel vor 2 Jahren schon mal gespielt. Bitte mach das jetzt vielleicht für die Zuschauer nicht. Ich muss dich trotzdem, auch wenn ich schon alles kenne, auch wenn ich die Lösung schon komplett kenne, ich muss dir trotzdem mal ein Timeout geben, wenn du jetzt hier grob spoilerst. Die Zuschauer, die jetzt hier das eventuell auf YouTube dann als Stream-Aufzeichnung sehen wollen, die wollen da nicht gespoilert werden. Also es ist bitte ein bisschen für die. Also ich kenne das Spiel sehr gut, also ich kenne da schon einige Lösungen. Manchmal muss ich mich noch ein bisschen daran erinnern, manchmal braucht es ein bisschen, aber ich spiele das nicht blind. Beam me ups.
Okay, hier. Mit dem. Das sieht gefährlich. Egal. So, wir müssen Schlüsselmeister war das und die Bar müssen wir anschalten. Da kommt der nächste Ausgang. Kannst gerne kommentieren, was wir machen. Aber spoilern bitte. Halt dich zurück. Auch wenn ich komme, auch wenn du mir damit nicht wehtust. Ich kenne das anders. Aber ja. Den Zuschauern zuliebe. So. Mach mal das Licht an. Ui. Sieht gleich ganz anders aus. So, der Schlüsselmeister, da müssen wir hier noch weiter. Darfst du sagen, das finde ich auch gut. Dafür gibt es nämlich ein Achievement. Das habe ich beim ersten Mal, habe ich mich sehr geärgert, dass ich das nicht gemacht habe. Da bin ich mit dem Auto schon losgefahren. Da kommt der nächste Ausgang. Da bin ich schon ausgebrochen, da war ich schon weg und dann dachte ich mir, scheiße, jetzt kommst du da nicht mal rein und kannst nicht mehr als Volk kürzeln. Das war kacke. Es gibt ein Achievement dafür, dass du alles voll kritzelst und voll schmierst. Das haben wir noch nicht ganz geschafft. Müssen wir noch ein paar Stellen suchen, die hier unbekritzelt und beschmiert sind, aber zum Beispiel das Waschbecken hier. Da müssen wir noch was zu machen. Okay, das Waschbecken an einem anderen Ort. Hier müssen wir das Licht anmachen. Gleichzeitig ganz in der Ganz Welt. Genau, jetzt passiert hier was. Ach ja, Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Jo. Und wie der Blitz. WC. Sehr schön. So, hier gibt es noch ein Bad, wo wir noch voll Schmutz spritzen müssen. Und dann wahrscheinlich noch in dem Dr. Marcells Zimmer. Hier müssen wir noch hier. Hui, sieht aus wie ein Psycho. Das bringt ja nicht viel. Nass schreibt er nicht. Aber schlimm. Ah, okay. Schade. Das kann man voll kritzeln. Okay, ich habe einen Plan. Wir verkleiden den Strohhalm als Schlangentänzerin. Wenn die Schlange dann hypnotisiert mit ihrer Rassel klappert, laufen wir einfach weg. Selbst wenn dein Plan aufgeht, wir hätten nichts gewonnen. Aber auch nichts verloren. Können wir uns Waschbecken spucken? Dann können wir es trinken. Sehr schön. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein! Harvey ist der Beste. Ich hab sogar hier einen Plüschtier von Harvey auf der Couch. Ist der Beste. Von Spot habe ich auch einen. Ein Plüschtier. Und los geht's! Wo du gerade mal hier bist, wo du gerade aktiv im Chat bist, nahe dran. Bin ich gut zu hören? Wie ist das mit dem Mikro? Da kommt der nächste Ausgang. Ich muss das nicht neu einstellen, weil ich das komplett rausgeschossen habe. Bin ich
schön laut und deutlich zu hören oder gibt es da Beschwerden diesbezüglich? Weil ich befürchte stark, dass das an den Kopfhörern, dass das einfach nur dumpf darauf höre. Du bist gut zu hören, hab dich nur recht leise, weil ich nebenbei in einer Pen and Paper Runde online bin. Und da schaust du nicht während Pen and Paper. Ach, das ist ja, während Pen and Paper lässt dich ablenken. Das ist, als Pen and Paper Spieler, als Pen and Paper Streamer muss ich Protest. Das ist ja. Kämpfe ziehen sich immer so, ich weiß, unser letzter Pen and Paper Stream, ach du Scheiße. Das ist der Bosskampf, da haben wir eine Stunde dran gesessen an dem Bosskampf. Pen and Paper spielen wir am, ich hab's noch gar nicht beworben hier auf Twitch, am 19.3. müsste glaube ich bald in einer Woche sein oder so weiter, spielen wir die zweite Runde, Teil 2. Den ersten Term hast du schon verpasst, den haben wir am 19.2. gespielt. Jetzt am 19.3. spielen wir Pen and Paper, die Herrschaft der Schatten, mit Spielleiter Modi. Und mir als Charakter und drei weiteren großartigen Charakteren. Ein Spielleiter diskutiert mit den anderen immer so ewig, daher mache ich nebenbei immer irgendwas anderes. Da muss ich ja protestieren. Ich find's ja gut, dass du das hier bei mir im Stream bist. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber es ist bei Pen and Paper, da muss doch bei der Sache sein hier. Naja, ausnahmsweise, weil ich's bin. Wenn ich mein Gebiet markieren will, dann mache ich das anders. Darf ich fragen, wie? Ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck durch meinen Charisma. Ja. Ich müsste auch langsam mal. Ah ja. Können wir. Sieht immer noch genauso aus. Genannt. So muss ich endlich wieder kommen. Aber die Pinnnadeln sind alle. Komm dann wieder. Hier wird's spannend. Nee, wird's nicht. Aber gut. Okay, schmierfing haben wir immer noch nicht. Dann müssen wir das eine verschlossene Zimmer, das müssen wir noch voll schmieren. Ich weiß. Wozu? Es würde niemandem. Wozu? Ich erkenne. Wir müssen mal zum lieben Freund Blase. Kumpel Blase. Schlüssel. Ich weiß, den kriegen wir nicht. Hey, lass das. Mist. Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Den Ton kriegen wir noch nicht. Das ist. Wir können schon mal. Das kann nicht schaden, wenn wir uns hier mal ein bisschen Wasser mitnehmen. Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Nein! Der ist sauber genug. Haben wieder keinen Becher. Sekunde, ich hole mir einen neuen. Der ist genauso siffig und bestimmt. So, wir müssen den Aluan überreden, dass er mit uns hierher kommt. Aktivieren! Vielleicht. Ein Fachmann brauchst du dafür, ja. Ich hab da so eine Idee.
Vielleicht kannst du den Arm mal nachher holen.